Ich stricke mir gerade einen Pullover. Habe das Halsbündchen schon fertig. Das ist nur glatt rechts, damit sich das hier einrollt und ich so einen kleinen Kragen habe. Abgeteilt habe ich das auch schon und die Raglan-Schrägen können jetzt gleich losgehen. Ich möchte aber mit Hilfe von verkürzten Reihen den Rückenteil oder das Rückenteil etwas höher haben, damit das am Hals vorne nicht so eng anliegt, dass das am Hals vorne etwas tiefer kommt und der Rücken halt etwas höher wird, dann sitzt das ein klein wenig besser. Und das macht man mit verkürzten Reihen und das zeige ich dir mal eben. Ich habe jetzt meine Maschen schon abgeteilt. Mit dem Markierer habe ich mir das Rückenteil markiert und habe dann halt hier Maschenmarkierer gesetzt. Also das ist das Rückenteil, das ist ein Arm und das ist ein Arm und das ist das Vorderteil. Ja, es ist hier gerade im Hintergrund sehr laut. Unser kleiner Hund, der flippt hier gerade rum, der ist erst 4 Monate alt und hält noch nicht so lange still. Also ich habe jetzt hier so ein Kaschmir-Gemisch mit einem Beilauffaden zusammen. Damit werde ich stricken. Das hatte ich noch in meinem Wollvorrat und kann dir leider nicht sagen, wo genau ich das her habe. Das ist echt schon lange in meinem Wollvorrat und jetzt habe ich gedacht, stricke ich damit einfach mal einen Pullover. Werde auch wegen der Weichheit des Garns jetzt auch alles nur einfach stricken, ohne großartiges Muster. Denn ich denke, das wird auch für einen Herrenpullover recht schön sein. So, wie gesagt, der Markierer, der zeigt mir hier den Rücken an und den möchte ich ein bisschen höher haben. Da wird eine Art Keil reingestrickt. Das heißt, ich bin fertig mit meinem Halsbündchen, habe alles abgeteilt. Wenn du es genau wissen möchtest, ich habe also 14 Maschen pro Ärmel. Und für das Rückenteil habe ich 32 Maschen und für das Vorderteil habe ich 36 Maschen. Und dazwischen jeweils eine Masche für die Raglan-Schrägen, sind also insgesamt 100 Maschen, die ich aufgeschlagen habe oder angeschlagen habe. Und habe jetzt also dann das Bündchen gestrickt, über den Rücken rüber, über den Arm rüber und bin jetzt ja eigentlich hier am Vorderteil und habe von dem Vorderteil nach dem Ärmel schon mal 2 Maschen gestrickt und werde jetzt die Arbeit drehen. Kleinen Moment, ich muss meinen Hund einmal einfangen. So. Also 2 Maschen über den Ärmel hinaus habe ich gestrickt und dann drehe ich die Arbeit. Das ist also jetzt hier das Vorderteil, das beachte ich jetzt nicht. Und ach ja, wie du siehst, habe ich hier eine sehr kurze Stricknadel für den Anfang genommen. Man kann natürlich den Anfang auch mit einem Nadelspiel machen, aber ich hatte diese kurze Rundstricknadel und habe das damit gemacht. Ich muss nachher eine längere nehmen. Und jetzt wird erst einmal zurückgestrickt und dafür der Faden ist ja hier vorne. Gucken, ob ich das noch ein kleines bisschen dichter. Und wenn du den hier so hochziehst, dann erscheint hier so eine Doppelmasche. Also, ich gehe einfach in die Masche rein hier, in die erste, ohne sie zu stricken und ziehe den Faden nach hinten, dann habe ich hier so eine Doppelmasche liegen und die soll so da liegen und jetzt ziehst du es auch so ein bisschen an und strickst alles links zurück und zwar bis zum ersten Armmarkierer, die Raglan-Masche auch links und jetzt bin ich hier schon am Arm, also meine 14 Maschen, die stricke ich dann auch ganz normal links. Also so wie sie erscheinen,
stricke über den Arm links, alles links, mein Rückenteil links, den anderen Arm links, und wenn ich hier vor den letzten Markierern bin, dann zeige ich dir, wie es weitergeht. Das ist die letzte Markierung vom Arm. Mal die Markierung rübernehmen, die Raglanmasche. So, und jetzt befinde ich mich hier, das ist jetzt hier das Vorderteil, davon stricke ich jetzt auch nur wieder zwei Maschen erstmal. Zwei Maschen und dann drehe ich die Arbeit wieder. So. Und jetzt das gleiche auf dieser Reihe. Ich werde den Faden, habe ich hier vor der Arbeit, und ich steche hier in die Masche ein und ziehe mir das Ganze fest nach hinten, so dass ich hier so eine Doppelmasche auf der Nadel habe, und stricke dann rechte Maschen wieder zurück, wobei ich jetzt anfange bei den Raglan schrägen zuzunehmen. Ich mache das hier aus dem Querfaden. Das ist ja jetzt keine Anleitung für einen Raglan Pulli, den habe ich schon auf meinem Kanal. Ich will einfach nur, also du kannst die Raglan schrägen machen, wie du möchtest. Es gibt ja verschiedene Arten. Ich mache das jetzt so mit den Zunahmen. Das ist recht rutschig hier. So. In jeder zweiten Reihe nehme ich ja zu oder runde nachher und stricke jetzt rechte Maschen nur. Wobei ich jetzt an jeder Raglan schräge zunehme und dann über das komplette Rückenteil rüber, bis dahin stricken, wo die Doppelmasche, wo wir die Doppelmasche zuerst gezogen haben. So. Ich vergesse immer, wie rum das eigentlich soll. So. Genau, man kann ja wirklich viele verschiedene Varianten stricken bei Raglan-Zunahmen. Das ist übrigens eine Nadelstärke 3,25, also nicht allzu dick und nicht zu dünn. Das ist das Rückenteil, da stricke ich jetzt noch rüber und dann noch den anderen Arm und dann geht's weiter. So, und das ist der letzte Markierer von dem Ärmel, und jetzt stricke ich rechte Maschen weiter und bin hier jetzt schon an dieser Doppelmasche, die ich gezogen habe. Da die stricke ich natürlich zusammen als eine Masche ab. Es ist ja auch nur eine Masche, aber sieht aus wie zwei. Die stricke ich halt ab und noch eine weiter und danach wird wieder gewendet. Eine mehr. Jetzt die Arbeit wieder drehen. Der Faden bleibt hier vorne. Und ich gehe von hier vorne mit der Nadel rein und ziehe mir den Faden nach hinten und habe hier wieder diese Doppelmasche und werde nun wieder alles links zurückstricken und natürlich keine Zunahmen machen. Das mache ich nur jede zweite Runde, beziehungsweise jetzt ist es ja noch eine Reihe. Stricke jetzt den Ärmel, die Maschen vom Ärmel, alles links, weil ich ja möchte, dass das auf der Vorderseite rechts erscheint.
stricke also den Ärmel, dann den Rücken und den zweiten Ärmel und dann sehen wir uns wieder. Den zweiten Ärmel habe ich jetzt auch schon gestrickt und die Markierer rübergenommen, eine Masche gestrickt und jetzt wird noch eine zweite und dann komme ich zu dieser großen oder dickeren Doppelmasche. Die stricke ich jetzt auch als eine Masche links und noch eine weiter. Und dann drehe ich die Arbeit wieder. Den Faden lasse ich mir hier vorne wieder und gehe mit der rechten Nadel von vorne hier in die Masche rein und ziehe mir den Faden nach hinten stramm, so dass ich dann hier wieder diese Doppelmasche liegen habe und stricke rechte Maschen zurück. So wird es immer eine mehr. Ach so, ich darf meine Zunahme nicht vergessen. Das ist mit diesem kurzen Seil hier jetzt recht unangenehm zu stricken. Es geht, aber ich freue mich schon, wenn das gleich immer mehr Maschen werden und ich ein größeres Seil nehmen kann. Ich mache jetzt also meine Raglan-Zunahmen auf der rechten Seite. So werden das ja immer mehr Maschen. Alle zwei Reihen und dann kann ich demnächst ein längeres Seil nehmen, was auch angenehmer ist zu stricken dann. So, ich stricke jetzt hier den Ärmel, mache hier meine Zunahmen weiter, stricke über den Rücken rüber und den zweiten Ärmel und dann sehen wir uns wieder. So, und jetzt bin ich hier wieder gleich an dieser Doppelmasche dran. Bis dahin stricke ich rechte Maschen. Und diese Doppelmasche einfach als eine Masche zusammen abstricken. Dann liegt das auch recht schön flach. Und noch eine weiter. Und dann drehe ich wieder die Arbeit. Halte das noch recht locker, damit ich hier mit der rechten Nadel gut in die erste Masche komme. Guck, dass der Faden hier vor der Arbeit liegt, um ihn dann nach hinten zu ziehen und dann diese Doppelmaschen zu haben. Und dann die ungeliebten linken Maschen wieder zurück. Also ich mag sie wirklich nicht so gern stricken, aber es ist ja auch nur für eine kurze Dauer, bis das Rückenteil hoch genug ist. Das wird im Grunde genommen immer so weiter gestrickt, bis, ja, das ist Geschmackssache. Es entsteht ja jetzt auf dem Rücken oder am Rücken so eine Art Keil, weil da ja jetzt viel mehr Reihen gestrickt wurden und das demnach höher ist. Also sollte es dann vorne am Halsbereich tiefer liegen. Das ist ja Sinn und Zweck dieser verkürzten Reihen. Und dann zieht das da nicht so zu am Hals. Ich stricke aber noch ein paar Mal hin und her. Ich stricke jetzt den Ärmel, das Rückenteil und den anderen Ärmel. Und dann nehme ich dich nochmal mit. So, das war der Ärmel und jetzt habe ich da noch eine gestrickt und jetzt geht es weiter. Ich stricke so lange linke Maschen weiter, bis ich zu dieser Doppelmasche komme. Hund aus! Der Hund spielt wie eine Katze an der Wolle. So.
linke Maschen und hier kommt diese Doppelmasche. Das kann man gar nicht verfehlen. Und die stricke ich als eine gesamte Masche ab und danach eine weiter. Und danach wird gedreht. Ich stricke das meistens so lang, bis ich nach dem Markierer 8 Maschen habe. Also den Faden hier vor die Arbeit wieder und mit der rechten Nadel in die erste Masche. Ich muss mal gucken, dass ich beide Fäden erwische. Also noch recht locker lassen hier das Ganze. Und dann kann ich den Faden anziehen nach hinten weg und habe hier diese 2 Maschen. Dann stricke ich wieder rechte Maschen zurück. Das ist eine ganz gute Methode, so hat man dann hier keine Löcher. Und jetzt mache ich hier wieder meine Zunahmen. Die mache ich immer aus dem Querfaden oder häufig aus dem Querfaden. Die Raglanmasche und danach noch eine Zunahme. Und rechte Maschen für den Ärmel. Und so stricke ich dann wieder weiter. Ärmel, Rückenteil, Ärmel bis zur nächsten Doppelmasche. So, hier ist die letzte Markierung und ich stricke wieder rechte Maschen bis zu meiner doppelten Masche. Die ist hier und die stricke ich als einzelne Masche zusammen ab. Und jetzt habe ich nach dem Markierer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, ich werde wohl noch eine stricken, die Arbeit drehen. So habe ich dann 8 Maschen nach dem Markierer. 8 Maschen. So, und ziehe den Faden an. Habt ihr das gesehen? Das war nicht im Bild, ne? So. Und rechte Maschen zurück. Quatsch, linke. Ungeliebte linke Maschen zurück. Das dauert immer so lang. Also alles linke Maschen zurück. So, ich muss jetzt noch einmal die Markierung hier rüber nehmen. Und jetzt sind es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis zur Doppelmasche. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7. Das ist jetzt hier diese dickere Doppelmasche. Die stricke ich als eine zusammen ab und dann noch eine letzte 8. Ich drehe die Arbeit, Faden davor und jetzt werde ich keine weiteren verkürzten Reihen mehr machen. Das reicht mir, denke ich. Du siehst hier, das Rückenteil ist höher als das Vorderteil, denn da haben wir ja gar nicht weiter gestrickt. Und dadurch, dass es jetzt hier hinten höher ist, wird es vorne am Hals etwas tiefer sitzen, also etwas angenehmer am Hals.
Du kannst natürlich noch weiter stricken, dass dir das noch höher kommt am Rücken. Das ist Geschmackssache. Du kannst auch weniger machen, wie du möchtest. Also ich höre jetzt hier auf. Faden vor die Arbeit. Ich gehe ganz locker in die erste Masche mit dem Faden vor der Arbeit. Heb sie dann ab und ziehe dann den Faden nach hinten stramm, dass mir hier die Doppelmasche erscheint. Und dann stricke ich jetzt nur noch rechte Maschen. Mit Zunahmen an den Raglan-Schrägen. Und dann sehen wir uns bei der anderen Doppelmasche gleich wieder. So. Jetzt stricke ich bis zur ersten Doppelmasche. Habe jetzt mit den Zunahmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 9. ist die Doppelmasche. Die stricke ich als eine ab und stricke jetzt rechts ganz normal weiter. Das ist jetzt das Vorderteil. Und hier treffe ich gleich auf die nächste Doppelmasche. Jetzt liegt der kleine Hund hier direkt zu meinen Füßen und schnarcht leise. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Zumindest ist er jetzt ruhig. Das ist ja hier schon der Arm und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh je, jetzt träumt er auch noch. Mein Hund träumt. Er jagt einen Hasen oder sowas. Also das hier ist die Doppelmasche. Die wird als eine Masche rechts zusammen gestrickt. Und dann geht es ganz normal rechts weiter. So, und das war's. Du siehst, hier vorne ist es recht flach, das Vorderteil. Und dann hier hinten wird es höher, das Rückenteil. Ja, beruhig dich. Und ich mache jetzt meine Raglan-Zunahmen weiter. Und warte darauf, dass ich die Nadel wechseln kann, beziehungsweise das Seil, damit das ein bisschen angenehmer zu stricken wird. Und ja, dann stricke ich meinen Pulli weiter. Mache das so lange mit den Raglan-Schrägen, bis es dann unter den Achseln gemütlich passt. Und dann kann ich abteilen für die Ärmel. Aber ich wollte dir auch nur zeigen, wie man mit verkürzten Reihen das ein bisschen angenehmer am Hals hat beim Tragen. Ich hoffe, dir hat es gefallen und du konntest dem folgen. Und vielleicht baust du das in deinen nächsten Pulli ein. Bis zum nächsten Mal. Winke, winke.